Deutscher Zukunftspreis 2009. Tag 3 der großen volle Kanne Promi-Kochwoche. Heute gibt es westfälischen Sauerbraten nach dem Rezept von Kinderliedermacher Detlef Jöcker und seiner Mutter. Außerdem schmücken für Schwindelfreie die Weihnachtsstraße von Köln. Dazu zeigen wir, wo die Fallstricke beim Weihnachtseinkauf im Internet lauern. Und wir spielen wieder das volle Kanne Weihnachtsrätsel. Bis gleich. Der erste Schnee ist gefallen. Es duftet nach Plätzchen und Glühwein. Wir kochen ja hier auch schon vorweihnachtlich. Und so langsam kommt bei uns allen Weihnachtsstimmung auf. Und dazu gehören auch die unzähligen Kerzen und vor allem auch Lichter. Ja, und da sind wir schon beim Thema. In Köln-Sülz nämlich gibt es seit mehr als 25 Jahren eine Straße, die sich dank vieler fleißiger Helfer in ein Lichtermeer verwandelt. Das Christkind wäre definitiv begeistert. Musik. 15.000 kleine Lichter brennen Advent in der Hummelsbergstraße in Köln. So schön kann es aussehen, wenn Nachbarn gemeinsam anpacken. Das Ergebnis von einem Tag harter Arbeit. So, wie wollen wir es machen? Wir haben zwei Wagen. Wollen wir da im Kreisel erstmal anfangen mit dem. Dirk Sattelmeier hat die Koordination übernommen, denn der Einsatz der Hubwagen will gut überlegt sein. Er bekommt Unterstützung vom 12-jährigen Oliver. Zu zweit erträgt sich die Höhe eben besser. Das sind jetzt, wie viele Meter sind das? 10? 12? Das reicht mir schon. 12 Meter. Das ist schon. Und dann gucke ich gerne am Boden und wuschle ein bisschen rum, damit ich nicht so mitkriege, wie hoch wir dann sind. Die anderen rangieren noch. Schon als kleines Mädchen hat Saskia Beutler beim Aufbau mitgeholfen. Sie und ihr Vater sind ein eingespieltes Team, Millimeterarbeit. Ich bin noch nicht ausgefahren. Seit 25 Jahren verwandeln die Nachbarn ihre Straße gemeinsam in ein Lichtermeer. Und auch das haben sie schon erlebt. Eine Anwohnerin will ihr Auto wegsetzen. Saskia ärgert sich, denn ausgerechnet jetzt, wo der Hubwagen schon in Position steht, muss er wieder weg. Jedes Mal machen wir Zettel dran. Wie organisieren Sie sich da, dass die Leute nicht hier dauernd rein und rausfahren, weil so richtig funktionieren tut das jetzt nicht? Nee, also wir haben seit 2 Wochen hängen Zettel an den Eingängen, dass an den 3 Wochenenden halt das zu Einschränkungen kommen kann. Aber die Leute halten sich nicht dran. Das immer so? Meistens ja. Die einen kommen nicht hoch, die anderen nicht runter. Noch höher, noch höher. Reinhard Priebs kennt das Problem. Also der Korb ist zu schwenken, aber er lässt sich immer rausziehen, rausfahren. Und auch nicht mehr rein, oder wie? Der ist ganz drin, der geht gar nicht raus. Aber die beiden kommen jetzt nicht mehr runter? Im Moment nicht. Geduld ist gefragt. Priebs holt sich Rat beim Technikservice. Die zwei im Korb tragen es mit Fassung. Ich will natürlich ein bisschen weitermachen. Und es wird ein bisschen viel. Aber so langsam gewöhne ich mich an die Höhe. Das andere Team kommt endlich voran. Günther Romzig weiß aus Erfahrung, das hier ist kein Job für Zartbeseitete. Mit ihr bin ich vor 5 Jahren das erste Mal hochgefahren. Ich war vorher noch nie auf dem Hubwagen. Und sie ist also direkt mit allem, was der Wagen hergegeben hat, hier in die Höhe geschossen. Da zitterten mir damals schon ein bisschen die Knie. Mittlerweile, 5 Jahre später, sieht man das doch schon etwas mehr gelassen. Christbaumschmücken in 20 Metern Höhe, immer wieder eine Attraktion. Auch unten am Boden gibt es genügend zu tun. Jeder macht das, was er kann. So ist es Tradition seit einem Vierteljahrhundert. Und das ist ganz im Sinne der Erfinder. Wir waren zu dritt hier in der Straße, muss ich sagen, die das 84 initiiert haben. Einmal, um diese Straße so ein bisschen weihnachtlich zu gestalten. Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war, dass
wir auch versucht haben, die Leute mal zueinander zu bringen. Den ganzen Tag über wurde geschmückt und gearbeitet. Jetzt ist Eile geboten, denn es wird bald dunkel. Gerade noch rechtzeitig ist alles fertig. Ich denke, das war's. Die Bäume sind jetzt gemacht. Und ich war heute zum ersten Mal in so einem hohen Baum und habe mir vor Angst fast in die Hose gemacht. Also das, aber ich musste, war kein anderer da. Insofern war das mal eine Erfahrung mehr in meinem Alter. Naja, sieht aber ganz hübsch aus, finde ich. Aber ist ja gut gelungen, muss ich wirklich sagen. Adventsromantik in der Weihnachtsstraße. Nicht nur für die Anwohner. Besucher sind herzlich willkommen in der Hummelsbergstraße in Köln. Ach, sieht das schön aus. Fehlt nur noch der Schnee. Und da sehen wir ihn schon. Detlef Jöcker, der Kinderliedermacher, hat seine Mami mit.